Hallo Leute, ich bin's der Patrick von BP Tools. Ich habe mal letztens so einen Fingerbandschleif verkauft, also einen kleinen und ganz günstigen. Und zwar ist es dieser hier von Padfield. Und ja, das Ding ist so nicht schlecht. Allerdings hat das ein kleines Manko, und zwar wackelt der Finger nach links und rechts. Da zeige ich euch jetzt mal einen kleinen Hack, wie man so ein bisschen verbessern kann, dass das Teil ein bisschen stabiler läuft. Also ein bisschen sauberer und ohne rumzuwackeln. Und zwar, wie ihr hier seht, wackelt es relativ stark nach links und rechts. Das ist recht störend beim Schleifen, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt das so gemacht, ich habe hier seitlich einfach ein Loch reinbohrt mit einem 6er Gewinde. Und wenn man die Madenschraube jetzt leicht anzieht, so dass das ansteht, das mache ich jetzt mal kurz. Muss auch nicht allzu fest sein, bloß ein bisschen, weil dann hebt sich eh der Deckel minimal. Aber zumindest ist dann so weit fest, dass das jetzt nicht mehr nach links und rechts wackelt. Also ist ein viel ruhigeres Arbeiten und wertet die Maschine stark auf, meiner Meinung nach. Wer jetzt zum Beispiel nicht will, dass hier die Schraube übersteht, weil er das Teil irgendwo auf dem Tisch stationär befestigt, muss halt dann einfach die Madenschraube um 2-3 mm kürzen. Werde ich jetzt dann auch noch machen, weil ich will es so stationär auf einer Platte befestigen, weil ich eben bei solchen T-Not-Profilen hier oben die Kanten wegschleifen muss. Das wird dann noch weiter nachbearbeitet, aber durch das, dass das dann andauernd hin und her gewackelt hat, beziehungsweise nach oben und unten, hat das Alu einfach dann, hat erst eine Zeit lang gebraucht, bis es zentriert hat und dass man es dann sauber schleifen kann. Ja, das war's dann schon wieder mit dem kleinen Hack. Danke fürs Zuschauen, bis dann, ciao!